Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf World of Clarinet. Heute geht es um ein für mich besonders wichtiges Thema, die Kraft der Dynamik. Und wir fokussieren uns jetzt noch ganz besonders auf das Pianissimo. Manche werden denken, oh mein Gott, ich spiele halt leise, wenn es da steht. Okay, das ist gut, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist das leise wirklich leise? Ist das Piano wirklich Piano? Ist das Pianissimo wirklich Pianissimo? Die Erfahrung zeigt, dass das Thema ziemlich oft vernachlässigt wird. Warum? Klar, wir konzentrieren uns alle auf einen großen, vollen und warmen Ton. Und das ist gut so. Aber dieses Pianissimo und die Kraft, die dorthinter steckt, die wird oft ein wenig vernachlässigt. Manche wissen es gar nicht, wie wichtig das ist. Viele glauben auch, oh mein Gott, in einem großen Saal hört man das gar nicht. Das stimmt nicht. Ein intensives Pianissimo hört man in jeder Ecke in dem größten Saal. Es ist die intensivste Dynamik, die wir haben. Es ist eben nicht das Fortissimo, das einen wirklich berührt, sondern es ist das Pianissimo, das direkt ins Herz geht. Oder anders gesagt, die wahre Kraft liegt im Pianissimo. Ich vergleiche das mal mit einem Redner. Wenn du einen interessanten Vortrag hörst, dann ist es auch immer ein dynamischer Vortrag. Das bedeutet, jemand redet nicht so in eins, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich euch ein wichtiges Thema mitgebracht. Ich möchte euch erzählen, wie und so weiter. Es fängt schon langweilig an, es bleibt in einer Dynamik, es ist nicht akzentuiert. Nach 3 Minuten haben eigentlich alle schon abgeschaltet. Was macht man also als Redner? Man sagt, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich euch etwas Besonderes mitgebracht. Wir reden heute von der Kraft des Pianissimo. Das klingt ganz anders und eigentlich machen wir das mit der Klarinette genauso. Genauso intensiv, genauso dynamisch, genauso akzentuiert und intensiv. Wenn ich sage, die größte Kraft liegt im Pianissimo, heißt das natürlich nicht, dass das ganze Konzert, das ganze Stück einfach nur leise gespielt werden sollte. Um Gottes Willen. Das wäre die falsche Richtung und natürlich wäre es langweilig. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen unser Publikum packen. Wir wollen unsere Emotionen übertragen. Und dafür brauchen wir natürlich die gesamte Dynamik. Warum mache ich hier also ein extra Tutorial? Weil die meisten denken, sie spielen schon leise oder sie spielen schon Pianissimo. Aber hört euch mal eine Aufnahme von eurem gedachten Pianissimo an. Dann werdet ihr euch meistens wundern, wie laut das immer noch ist. Um ein wirkliches Pianissimo zu erzeugen, muss man sich verdammt anstrengen. Warum? Weil die Klarinette hat eben einen sehr tragenden Ton. Insbesondere in der Höhe, leise spielen, klingt es immer noch mehr zur Pforte. Ein wirkliches Pianissimo zu erzeugen, ehrlich gesagt, ist gar nicht so einfach. Will geübt werden? Hexerei ist es jedoch nicht. Ein Hinweis vorneweg. Wir haben als Klarinettisten mit der Klarinette einen unfassbaren Vorteil. Nämlich, es ist das einzige Holzblasinstrument, das wirklich einen Ton verklingen lassen kann. Ins Nichts. Also, diesen Vorteil können und sollen wir nutzen. Ein richtig gutes Pianissimo muss vorbereitet werden. Einfach nur so ein bisschen leise spielen reicht natürlich nicht aus. Wie macht man das also? Das kommt natürlich immer auf die Musik selber an. Dafür gibt es wahrscheinlich keine Regel, die für alles gilt. Aber ein paar Tipps gibt es doch. Sehr oft hast du ja einen Vortrag mit Klavier oder mit Streichquartett oder sogar mit Orchester und du beginnst jetzt deine Melodie sehr leise. Jetzt sollen deine Mitmusiker genau das auch mitmachen. Das heißt, sie spielen auch Pianissimo und erzeugen damit eine ganz besondere Intensität, die nur entsteht,
wenn es alle machen. Diese Intensität in einem großen Ensemble ist natürlich außergewöhnlich. Natürlich bedeutet das, wenn viele Leute spielen, wird es auch immer stückweise lauter. Das heißt, je größer das Ensemble ist, desto leiser müssen alle gleichzeitig auch wirklich spielen. Und diese Intensität überträgt sich unfassbar in einem Raum. Wenn man das schafft, dann hat man schon in den ersten Sekunden eine Atmosphäre geschaffen, wo das Publikum fast aufhört zu atmen, weil die Intensität so stark ist. Das kannst du auch alleine erzeugen oder mit Klavier, erfordert aber natürlich auch einen guten Pianisten, der es wirklich schafft, so leise zu spielen. Auch auf dem Klavier nicht so einfach, aber möglich und es lohnt sich. Darauf folgt meistens die große Linie, das heißt, du machst ein großes Crescendo und meistens kommt hier wieder das Diminuendo und sehr oft endet so ein Stück oder so eine musikalische Linie dann im Nichts, das heißt ein Diminuendo, vielleicht der letzte Ton verklingt. Auch das will geübt sein und auch dieses Diminuendo kannst du unglaublich weit führen. Ich spiele mal ein Beispiel vor. Das war jetzt irgendeine Melodie, die ich mir gerade ausgedacht habe. Aber man merkt, ich bin fast ein bisschen außer Atem. So anstrengend ist das auch, weil der ganze Körper ist beteiligt. Und ihr hört, am Ende hört man den Ton kaum noch. Und vielleicht war er auch gar nicht mehr da. Und trotzdem hat man gedacht, da ist noch etwas. Und das ist die Qualität, von der ich hier spreche. Ich möchte auch etwas aus meiner persönlichen Orchestererfahrung erzählen. Wenn irgendwo in meiner Stimme in einem Stück steht Piano Solo, das Orchester begleitet mich an dieser Stelle, fast immer wird dieses Solo an irgendeiner Stelle so weit aufblühen, dass ich bis zum Forte, manchmal bis zum Fortissimo spiele, natürlich schön und rund, aber trotzdem spiele ich so dynamisch, obwohl da nur steht Piano oder Piano Dolce. Selbstverständlich gibt es aber auch Stellen, die so leise werden, dass sie wie eben komplett verklingen und dass man den Atem anhält, weil man irgendwie diese Intensität spürt. Diese Intensität kannst du auch. Ich gebe dir nachher einfach auch mal einen Tipp, wie man das am besten üben kann. Aber jetzt nochmal ein Beispiel aus der Unvollendeten von Schubert. Das große Solo, einer der Klassiker, kommt in jedem Probespiel vor und ist genauso ein Fall, den ich meine. Da steht einfach nur Piano. Aber was macht man? Man macht ein großes Crescendo und ein unfassbares Diminuendo mit dem verklingenden hohen H. Gar nicht so einfach übrigens. Und bei so einem Fall gibt es natürlich auch noch einen Trick und den möchte ich euch und dir nicht vorenthalten. Der ist auch gar nicht von mir, sondern von meinem Lehrer Karl Leister, dem langjährigen Soloklarinettisten der Berliner Philharmoniker. Und jetzt gehen wir mal eben rein in dieses Solo. Das waren diese zwei Wellen, könnte man sagen. Crescendo, decrescendo, crescendo, decrescendo, wobei das zweite etwas mehr ist. Und jetzt geht es weiter. Das hohe C ist jetzt schon diese Forte-Stelle. Es steht ein Crescendo da, aber vorgezeichnet ist eigentlich nur ein Piano. Trotzdem bin ich im hohen C mindestens bei Forte, in einem schönen, großen Forte natürlich, vielleicht sogar Fortissimo, aber ich lasse es wirklich aufblühen. Jetzt geht es zurück.
jetzt bin ich schon wieder zurück im Pianissimo und jetzt kommt der Auftakt zu dem langen Haar. Und jetzt komme ich zu dem Trick. Dieser Trick heißt, auf dem langen Haar steht nur ein Diminuendo. Das ist quasi nicht möglich. Auf diesem langen Haar, das so lang ist und in nichts verklingen soll und muss, du bist ja ganz alleine, machst du erst eine Belebung. Du lässt dieses Haar aufblühen. Das heißt, du machst ein kleines Crescendo. Du intensivierst den Ton. Darauf folgt denn das Diminuendo. Wenn du das nicht machst, wirst du es vom Pianissimo gar nicht verklingen lassen können. Dann erzeugst du nur Angst. Die Angst, dass der Ton wegbricht. Schöner ist, genau diesen Ton etwas intensivieren zu lassen, etwas zu beleben. Und das ist gleichzeitig eine Vorlage für so viele von dieser Art Stellen mit einem Ton, der ausklingt, den du dann erstmal belebst. Ich spiele das vor. Achtung, man kann so eine Linie sehr leicht auch zerstören. Und zwar dadurch, dass irgendwelche Töne unkontrolliert herausfallen, einfach zu laut sind oder zu leise. Das ist sozusagen das, wo ich immer sage, wir brauchen die hundertprozentige Kontrolle über das Instrument und die Töne, weil der Zuhörer schaltet ab, man selber fühlt sich nicht wohl, die Intensität leidet. Also bleibt es dabei. Wir brauchen die volle Kontrolle und das muss man üben. Ich spiele mal ein Beispiel für eine Linie, die kaputt gegangen ist. Durch einen herausspringenden Ton. Gut, ich habe ein bisschen übertrieben. Aber das ist genau das, was ich meine. Das eine A, das so rausspringt, zerstört die Linie. Jetzt kommt die Übung, die ich dafür sehr empfehle. Und das ist das Töne aushalten. Du machst also Musik auf einem einzigen Ton. Das heißt, du nimmst einen beliebigen Ton. Fangen wir an mit dem C1. Fängst super leise an, machst ein Crescendo und wieder ein Decrescendo. Das kannst du auch aufteilen, indem du einmal die Luft nimmst bis zum Crescendo, um dann Luft zu holen und wieder das Decrescendo machst. Das Decrescendo heißt aber nicht einfach nur leiser werden, sondern den Ton wirklich bis ins Nichts verklingen lassen. Hier kann man Luft holen oder, wenn du genug Luft hast, wie ich tatsächlich auch. Ich mache das in einem Atem. Aber hier kannst du Luft holen, das macht überhaupt nichts. Und machst jetzt das Diminuendo. Startest also auf dem gleichen Lautstärke-Level und lässt den Ton dann verklingen. Hörst du, wie lange dieses Diminuendo ist und so leise, wie du jetzt aufgehört hast, startest du den nächsten Ton. Ich empfehle immer so 8 Töne pro Übungseinheit zu machen. Das machst du natürlich auch mit den höheren Tönen. Das wird nicht leichter, aber es lohnt sich, weil deine Kontrolle verbessert sich. Dein Ton verbessert sich, deine Linie werden besser. Also es hat nur Vorteile und ich sag mal, dafür brauchst du vielleicht 4 Minuten pro Tag. Aber der Effekt ist gewaltig. Diese Übung mache ich bis heute und ich
bereue es bitterst, wenn ich mal zu faul war und es eine Zeit lang, und sage ich mal nur eine oder zwei Wochen nicht gemacht habe. Ich spüre das sofort in der Muskulatur und in der allgemeinen Kontrolle. Mein großer Tipp, nehme dieses Töneaushalten, diese Übung, diese Long Tone Exercise in dein tägliches Übungsprogramm mit auf. Wenn du noch mehr über die Dynamik und über die Kraft der Dynamik erfahren möchtest, dann empfehle ich dir das Tutorial Die Kraft der Dynamik. Das bekommst du auf der Seite worldofclarinet.com. Da gibt es natürlich noch andere Tipps und Tricks und Noten und Arrangements. Schau dich mal um, vielleicht ist etwas für dich dabei. Ich würde mich freuen. Vielen Dank, dass du so lange dabei geblieben bist und dieses Video angeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Dein Andy Martz.